Hallo liebe Musikfreunde, mein Name ist Olga und ich unterrichte beim Musikum in Bischofshofen dieses wunderschöne Instrument. Ich glaube, ihr kennt das Instrument nicht oder wenig aus. Aber deswegen bin ich da und ich will euch mein Instrument vorstellen. Das ist ein Fagott, ein Blasinstrument. Es ist auf Ahornholz und er braucht ein Mundstück, damit klingen können. Ohne geht überhaupt nichts. Gar nichts. Nicht. Und auch dieses Mundstück kann auch allein klingen, ja, und es ist so wie ein Luftrüssel. Und man muss drauf blasen, so wie du ein Luftrüssel hättest. Vom Klang her tief klingen, aber auch hoch. Er hat schon viele, viele, viele unterschiedliche Töne. Zum Beispiel bei tiefer. Das Fagott kann noch weiter hinaufgehen. Also ich mache die ganze Lage von dem Fagott, so könnt ihr das hören. Wahrscheinlich, was kommt schon? Ah, das Fagott ist schon groß, oder? So wie ich bin und schau, wie das Instrument ist. Ist wahrscheinlich schon, ja, das größte unserer Holzbläserinstrumente. Circa 1,35 Meter, ja? Deswegen, wahrscheinlich denkt man, das ist nicht so gut für die kleinen Kinder, aber doch. Aber doch, 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 doch. Weil das Fagott hat am Baby gekriegt, das Queen Fagott. Ja? Es ist nur ein Mini-Fagott. Und mit sowas kann man schon ab 6, 7 Jahren anfangen zu lernen. Und es ging so. Es ist schade, dass wir nicht ausprobieren können, ja, aber trotzdem kann man schon eine Idee machen, ja. Ich würde mich freuen, wenn du mich unterstützt und wenn du mir hilfst, dieses wunderschöne Instrument bekannt machen, ja. Weil eigentlich man hört viel Klavier, man hört viel Flöte, man hört viel Klarinett, aber Fagott, Oboe,
Kontrabass zum Beispiel gar nichts. Aber ich spreche von meiner. Also keine Angst haben. Wir können zusammen viel, viel Spaß machen und ich würde mich freuen auf deine Anmeldung. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Also keine Angst, ab 6-7 Jahre alt kannst du Fagott lernen und das Instrument musst du nicht sofort kaufen. Die Musikschule bietet Instrumente zum Ausleihen und ich glaube, das ist eine tolle Idee. Ja? Dann, ich freue mich auf euch und ich hoffe, wir sehen uns bald. Danke! Ciao!